Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute im Test das neue AUC AG401 Wireless Gaming Headset. Wie es in meinem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie es sich gehört, kommen wir als erstes zum Lieferumfang. Wie bei AOC Gaming kommt das Headset in einem auffälligen Karton mit den wichtigsten Informationen zum Produkt. Im Inneren befindet sich dann einmal der Sender, das USB-C-Ladekabel, ein 3,5 mm Klinkenkabel für den analogen Betrieb und zum Schluss die übliche Bedienungsanleitung. Nun zu den technischen Daten des GH401. AOC hat zwei 50 mm Treiber verbaut, dessen Frequenzgang nicht angegeben ist. Nach meiner Einschätzung können sie bis 20 Hz und maximal 18 kHz wiedergeben. Sie haben eine Impedanz von 32 Ohm und haben eine Eingangsleistung von 50 mW. Bei dem Mikrofon handelt es sich um ein unidirektionales Mikrofon, was einen Frequenzgang von 100 Hz bis 10 kHz besitzt. Ebenfalls gibt es einen kleinen Popschutz, welcher die P-Laute abschwächen soll. Bei der Konnektivität handelt es sich wie gesagt um eine Wireless-Übertragung im 2,4 GHz Band. AOC gibt eine Reichweite von maximal 20 Meter an, die ich nur mehr als bestätigen kann. Meine Sennheiser RS-185, welche einen stolzen Preis von 350 Euro haben, haben eine schlechte Reichweite in der Wohnung, obwohl sie mit 100 Metern Reichweite angegeben werden. Sollte man trotzdem die maximale Klangqualität haben wollen, kann das 3,5 mm Klinkenkabel verwendet werden. Einstecken und loslegen. Das Kabel ist dann 1,2 Meter lang und ist geflochten. Die Akkulaufzeit gibt AOC mit 17 Stunden an, was man je nach Nutzen erreichen kann. Bei mir lag der Schnitt bei 15 Stunden, was mehr als okay ist, wenn man pro Tag ungefähr 4 Stunden spielt. Die maximale Auflösung liegt bei 16 Bit bei 48.000 Hertz. Als Anschlüsse gibt es eine USB-C-Schnittstelle sowie eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Ebenfalls gibt es noch zwei Knöpfe, um das Mikrofon zu stummen, und einen Aus-An-Knopf für das Headset an sich. Das Mikro ist abnehmbar. Zur Verarbeitungsqualität kann ich sagen, dass sich AOC auf einem hohen Niveau befindet, da das GH401 ziemlich gut verarbeitet ist. Auch die ausgewählten Materialien sind stimmig zum Preis, welchen ich aber erst zum Schluss erwähnen werde. Der Bügel besteht aus Metall und wurde in der AOC Gaming Farbe rot lackiert. Tja, und nun stellt sich die Frage, wie das AOC GH401 klingt. Die Treiber klingen gut. Wie bei Gaming-Headsets üblich sind die Höhen angehoben, um einen klaren Klang zu gewährleisten. Dabei sind die Mitten eher zurückgehalten und für mein Empfinden reduziert. Natürlich dürfen die Bässe nicht fehlen und auch da ist es so, dass die Bässe angehoben wurden, um ein besseres Spielerlebnis zu simulieren. Im Ganzen klingen dann die Treiber stimmig und via Software kann dann nach eigenem Hörempfinden nachgebessert werden. Zum Mikrofon sage ich mal nichts. Macht euch bitte einen eigenen Eindruck. Dies ist eine Testaufnahme mit den AOC GH401 und was soll ich sagen, das Mikro klingt ziemlich dünn und abgeschnitten, das heißt, es sind gar keine Bässe vorhanden und ja, es klingt einfach nur wie wenn man telefonieren würde am Handy und der Popschutz ja, macht seine Dienste. Ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen. Macht euch eure eigene Meinung. Ich sag mal so, für 80 Euro gibt es bestimmt bessere Headsets und Mikrofone. Genau, lassen wir das mal lieber unkommentiert. Der Tragekomfort ist gut, da die Ohrpolster aus Memory-Schaum bestehen und mit Kunstleder überzogen wurden. Das Headset ist eher für große Köpfe als meinen gedacht, da sie bei mir etwas locker sitzen und somit mein Gehör nicht vollständig von der Außenwelt abgekapselt ist. Da das GH401 345 Gramm wiegt, nimmt man es auch nicht als störend wahr. Und jetzt zum Spannendsten, und das ist der Preis. Das Headset wird angeboten für rund 85 Euro, was für mich vollkommen akzeptabel ist. Bei dem Mikrofon ist aber noch großes Verbesserungspotenzial, sorry, aber da klingt jedes 20 Euro China Mikrofon besser. Wenn ihr Interesse bekommen habt, schaut doch gerne bei AOC vorbei. Dort gibt es jetzt auch neue Mauspads wie das AOC MM300M, welches ich schon länger benutze. Das Mauspad gibt es in verschiedenen Größen und auch das ist AOC typisch für den Preis entsprechend gut produziert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über die 10 Likes sowie ein Abo freuen. Habt dann noch einen schönen Tag, haut da rein, euer Tim, ciao ciao!